Noch weht in Kabul die schwarz-rot-grüne Flagge Afghanistans. Doch wie lange noch, ist die Frage. Und auch, ob die Taliban noch 70, 30 oder nur 10 Kilometer von der Hauptstadt entfernt sind. Hier in Herat schwenken sie schon die weiße Fahne der Islamisten. Sicher ist, der Ring um Kabul wird enger. In den vergangenen 24 Stunden haben die Taliban weitere Provinzen unter ihre Kontrolle gebracht. Erstmals seit Tagen zeigt sich Präsident Ghani. In einer Fernsehansprache versucht er, die Soldaten zu motivieren zum Kampf gegen die Aufständigen. Die afghanische Armee veröffentlicht Bilder von einem Luftangriff in der Nähe von Mazar-i-Sharif, wo die Bundeswehr bis vor wenigen Wochen ihr Hauptquartier hatte. 60 Taliban-Kämpfer sollen dabei getötet worden sein. In der Provinzhauptstadt aber sieht man kaum Regierungstruppen, vielmehr Menschen, die fliehen nach Kabul. Wer für die Bundeswehr gearbeitet hat oder für andere westliche Truppen und Organisationen, hofft, ein Visum zu bekommen, um Afghanistan verlassen zu können und dass das Land des bisherigen Arbeitgebers ihn aufnimmt. Aus Berlin heißt es, zu Schützende sollen schnellstmöglich aus dem Land geholt werden. Der Bundestag müsse einem Evakuierungseinsatz der Bundeswehr jedoch zustimmen. Kai Sneckzai war früher selbst Übersetzer für die Bundeswehr in Afghanistan. Von Magdeburg aus versucht er nun, ehemaligen Kollegen zu helfen. Sie haben sehr Angst, die Ortskräfte, weil in den Augen von den Taliban sind die Ortskräfte Verräter, Kollaborator. Wenn die Hauptstadt Kabul von den Taliban eingenommen wird, dann werden auch die Ortskräfte keine Chance haben, das Land zu verlassen. Ja, und dadurch werden sie auch ihr Leben verlieren. Angst haben alle Flüchtlinge. Tausende sind es in Kabul, Hunderttausende sollen es im ganzen Land sein. Zur Abwehr afghanischer Flüchtlinge verstärkt die Türkei bereits ihre Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zu Iran, 2000 Kilometer entfernt von Afghanistan. In Afghanistan rücken die Taliban unvermindert auf die Hauptstadt Kabul vor. Die 4-Millionen-Metropole gilt nach dem Fall anderer wichtiger Städte als letztes Bollwerk gegen die Islamisten. Zehntausende Menschen haben sich vor den Kämpfen dorthin geflüchtet. Auch in Mazar-i-Sharif, wo die Bundeswehr bis zu ihrem Abzug ein Feldlager unterhielt, haben die Taliban heute erobert. Unter dem Eindruck der Offensive wandte sich Präsident Ghani an die Bevölkerung und kündigte eine erneute Mobilisierung der Armee an. Auf den Straßen Herats verteilen die Taliban ihre Flaggen. Sie demonstrieren damit ihre Macht, nur wenige Tage nachdem sie die Stadt eingenommen haben. Mittlerweile kontrollieren die Islamisten mehr als die Hälfte der 34 Provinzhauptstädte. Am Vormittag wurde deshalb in Afghanistan sogar über einen Rücktritt von Präsident Ghani spekuliert, doch der zeigt sich kämpferisch. Ich weiß, dass alle im Land besorgt sind, doch ich als Präsident verspreche, weitere Unsicherheit und Gewalt zu verhindern. Es dürfen nicht noch mehr unschuldige Menschen getötet werden und die Fortschritte der letzten 20 Jahre zunichte gemacht werden. Dafür wurden überall in Kabul Soldaten postiert. Bilder, die militärische Stärke zeigen sollen. Von der war in den vergangenen Tagen wenig zu spüren. Die Kampfmoral der afghanischen Armee liegt seit dem internationalen Truppenabzug am Boden. Dafür gibt es Kritik aus den USA. Wir haben ganz genau verfolgt, was die Taliban machen. Wir machen uns große Sorgen, wie schnell sie Gebiete einnehmen und auf wie wenig Widerstand sie dabei treffen. So verhielt es sich auch im Kunduz, wo Mohammad Akbari für die afghanische Armee stationiert war. Sie kamen in unsere Stadt und haben auf uns geschossen. Sie wollten uns umbringen. Also haben wir den Taliban unsere Ausrüstung überlassen und uns ergeben. 3000 zusätzliche US-Soldaten sollen bis Sonntag in Kabul eintreffen, um den sicheren Abzug des Botschaftspersonals und ehemaliger afghanischer Truppenhelfer zu gewährleisten. Kanada hat inzwischen angekündigt, etwa 20.000 afghanische Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. In Deutschland dringen die Grünen darauf, sich mit anderen europäischen Ländern auf die Flüchtlinge aus Afghanistan vorzubereiten. Es geht darum, Kontingentregelungen mit den Staaten zu finden, die zur Aufnahme bereit seien, so Kanzlerkandidatin Baerbock im Deutschlandfunk. Zugleich werden auf allen Ebenen Vorbereitungen dafür getroffen, deutsche Staatsbürger und einheimische Ortskräfte mit Hilfe der Bundeswehr schnellstmöglich aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Vergesst uns nicht, das fordern afghanische Ortskräfte seit Monaten von der Bundesregierung. Nun ist die Situation im Land eskaliert.
Heute in einer Telefonschalte verständigte sich die Kanzlerin mit den zuständigen Ministern. Botschaftsmitglieder und Afghanen, die der Bundeswehr beim Einsatz geholfen haben, sollen nun ausgeflogen werden. Wir halten hierfür einsatzbereite Kräfte bereit und werden schnellstmöglich erste Kräfte in Marsch setzen, lässt die Bundesverteidigungsministerin erklären. Es hat jetzt absolute Priorität, dass wir die zu Schützenden sicher nach Deutschland bringen. Dafür muss der Bundestag der Bundesregierung ein Mandat erteilen. Und vieles ist unklar, auch aus Sicherheitsgründen. Wann und wie der Einsatz abläuft, wie viele Menschen aus Afghanistan herausgeholt werden sollen. Vorstellbar ist, dass einige hundert Soldaten ins Land geschickt werden, zum Beispiel Fallschirmjäger und je nach Lage auch das Kommando Spezialkräfte. Für die Grünen steht fest, die Bundesregierung handelt zu spät. Dass die Amerikaner angeboten hatten, bei der Luftbrücke deutsche Unterstützungskräfte mitzunehmen und dass das verneint worden ist vom Innenministerium, das ist mir mehr als unverständlich. Der eigentliche Fehler aber sei der Truppenabzug aus Afghanistan, meint CDU-Außenpolitiker Röttgen und fordert einen erneuten Einsatz der Bundeswehr. Die Taliban müssten gestoppt werden. Die NATO hat eine Verantwortung, die Amerikaner haben eine Verantwortung, auch wir haben eine Verantwortung dafür. Und wir sollten auch das, was wir dann leisten können an Hilfe, auch anbieten, ob es Logistik ist, medizinische Versorgung, Material. Die FDP lehnt einen weiteren militärischen Einsatz der Bundeswehr ab. Unsere Aufgabe ist es, die Diplomatie walten zu lassen und bei der Entwicklungshilfe jetzt genau hinzuschauen, wo fließt das Geld hin. Denn die Afghanen brauchen unsere Unterstützung. Aber eins muss klar sein, wenn die Taliban die Macht übernehmen und ein Kalifat aufbauen wollen, kann es nicht sein, dass unsere Entwicklungshilfe sozusagen dazu genutzt wird. Die Opposition fordert schon lange eine Exit-Strategie der Bundesregierung für Afghanistan. Es hätte klar sein müssen, so heißt es, wie man mit den Ortskräften nach dem Truppenabzug umgeht. Nun zwingen die Ereignisse zum schnellen Handeln. Bei dem derzeitigen Tempo des Taliban-Vormarsches läuft der Bundesregierung die Zeit davon.